Hey Fußballfreunde, heute ein neuer Schuh im Unboxing, nämlich der Adidas F50 TRX FG Syn, also Synthetik, nicht richtiges Leder. Kostet 219 Euro und ist zur Verfügung gestellt worden von Intersport. Danke. Dann hier ist der Schuh drin. Dabei sind ein zusätzliches Paar Einlegesohlen. Hier steht Additional Comfort Sock Liner, also bequeme, ja, Einlegesohlen sind dabei. Und das hier ist eben der Schuh. Das ist der neue Messi-Schuh, mit dem spielt Messi. Also wenn ihr den am Fuß habt, dann könnte es sein, dass ihr genauso gut seid vielleicht. Oder ein bisschen ein Teil davon von Messi an euch tragt. Das ist eben der Schuh. Ich zeige Ihnen gleich mal, wie sie beide aussehen von verschiedenen Ansichten. Hier beide die Ferse. Dann steht hier unten auf dem Schuh Sprint Frame. Sprint Frame ist eine Konstruktion für perfekte Balance zwischen geringem Gewicht und sehr großer Stabilität im Boden. Dann auf der anderen Seite des Schuhs steht hier am Material Sprint Skin. Und mit Sprint Skin ist auch das Synthetikmaterial gemeint. Das ist so ein Material, das war schon beim F50i vorhanden, aber das haben sie eben noch weiterentwickelt. Und durch diese Weiterentwicklung ist der Schuh auch extrem leicht geworden. Und das dünne Material steht natürlich ebenfalls für ein sehr gutes und hohes Ballgefühl. Hier unten seht ihr, dass es kompatibel mit MyCoach ist. Also ich kann mal die Sohle raustun. Hier innen kann man eben den Chip sich dazu kaufen und den da reinstecken. Aber wie gesagt, der Chip ist nicht im Paket enthalten. Dann durch diese triangelförmige Anordnung gewinnt man auch noch an Geschwindigkeit dazu und man kann extrem gut Geschwindigkeit auch aufnehmen. Zu den Schnürsenkeln, die sind relativ dünn und sind eigentlich perfekt von der Länge her, kann man dann schön noch hier in den Schuh reinstecken. Das ist Adidas Logo, Adizero F50, Sprint Skin, also das perfekte Material zum Sprinten und Geschwindigkeit aufnehmen. Und hier noch Sprint Frame, also Sprint Skin und Sprint Frame, die haben ja eine hohe Wichtigkeit bei dem Schuh und sind auch überall erwähnt bei allen Artikeln über diesen Schuh. Also ist relativ wichtig und muss wahrscheinlich dann auch sehr gut sein. So Freunde, das war's mit dem Schuh. Das Testvideo wird auch bald kommen. Ich finde den Schuh saugeil. Er ist extrem leicht auch noch. Das werde ich im Testvideo auch noch genauer nehmen, was auch noch genauer erwähnen, was so die extrem guten Eigenschaften von dem Schuh sind. Und freut euch einfach drauf und bis dann.